Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück im Tempel des Tropfens. Es geht wieder weiter. Ja, im letzten Part haben wir hier schon einiges gemeistert, sag ich mal. Und, guck mal. Wir sind beim letzten Schalter angekommen. Uns fehlen aber echt noch viele Schatzkisten, muss ich sagen. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall... Hallo? Wir müssen hier auf jeden Fall nochmal... Ne, ich muss schon von der Seite. Nochmal ran und nochmal ordentlich durchsuchen alles. Ich hätte gesagt, wenn wir jetzt einmal hier sind, machen wir gleich Bossfight, oder? I don't know. Ich meine, der wird sich jetzt sowieso erstmal das Ding mitnehmen hier, was da rauskommt, oder? Ein Fragezeichen. Man weiß es nicht, was es ist. Es bleibt spannend. Du hast geschafft, Link. Nun können wir uns das Element nehmen. Das ist kein Element. Puh, das war harte Arbeit. Nanu? Irgendetwas stimmt hier nicht. Ja klar. Wir haben auch den Typen befreit hier. Mr. Big One. Miau, und der haut schön ab. Jo. Ah, was soll das denn? Diese Kragengespenst hat uns das Element weggeschnappt. Hey, steh doch nicht so dumm rum, Link. Schnell, verfolge es. Ja, mach doch mal ruhigen. Ja. Ich würde sagen... Also wir müssen jeweils nochmal links und nochmal rechts rum, ne? Ich gehe nochmal schnell rechts rum. Links rum. Weiß selber nicht, was er tut, ne? So, genau. Wir gehen nochmal schnell hier lang. Und, müssen hier nochmal das Kleeblatt mitnehmen. Genau. Denn wir haben da einen Weg quasi nicht genommen. Und halt hier in der zweiten Etage, genau, das müsste, glaube ich, das sein. Hier haben wir halt auch noch ganz viel. Aber da müssen wir einfach nach rechts gehen, theoretisch. Okay. Jo, das war auf jeden Fall der richtige Knopf. Ich habe jetzt mal zwei Parts geschafft, das nicht zu machen. Aber ihr seht, es kommt immer wieder auf mich zu. Dü-dü-dü. So, wir holen uns das Kleeblatt. Und dann gehen wir den einen Weg nochmal lang, den ich im letzten Part... Ja, ich sag mal, verpasst nicht. Ich habe mich halt für einen anderen Weg entschieden. Und war dann den einen Weg nicht gegangen. Ob es ein Fehler war, keine Ahnung. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall diesen Weg noch nachholen. Es sind ja auch irgendwo noch zwei Schlüsseltüren, die wir öffnen müssen. Jetzt hätten wir schon die ganze Zeit den Dungeon soweit erstmal fertig machen können. Dementsprechend erstmal gucken. Ja, hier... Weiß ich nicht. Hier war halt die ganze Zeit nichts, ne? Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas verpasst habe. I don't know. Oder wisst ihr, was ich mir vorstellen könnte? Dass das vielleicht so ein gerandomizedes Item ist. Und so ein Ding war, was ich irgendwie schon mal doppelt hatte. Also einfach, keine Ahnung. Pegasus-Stiefel und ich hatte die in dem Moment doppelt. Ne? Wenn man doppelte Gegenstände aufnimmt, passiert ja nichts. Also da kommt ja auch kein Signalton oder sonstiges. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht ist das die Möglichkeit. So. Genau. Also hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Das müsste uns jetzt zu ein paar Schatzkisten führen. Jo. Theoretisch. Oh. Okay. Nur eine. 200 Rubine. Jetzt ist die Frage, wie komme ich zu den anderen? Muss ich von oben runterlaufen? Das heißt ja doch von da. Und es gibt hier noch eine geheimnisvolle dritte Schatzkiste. Da muss ich mich irgendwie runtertroppen lassen. Eieieiei, okay. Ja, aber dann bringt mir das ja jetzt gar nichts, ne? Das heißt, ja. Das heißt, ich spiele Flöte. Nee, dann heißt das für mich, ich würde jetzt einmal speichern und dann Quick Warp machen. Weil dann sind wir, glaube ich, schneller wieder oben. Teleporter habe ich auch. Weil die bringen mir ja auch nichts. So richtig. Ja, ich war jetzt hier nur noch nicht. Deswegen, ich würde da mal lang gehen. Ich mache schon wieder so viel Geld, ey. Nervig. So. Ja, guck mal, da haben wir nämlich schon eine Schatz... Alter. Das Eis, ne? Das ist so Hölle. Die Wirbelattacke habe ich erlernt. Ja, aber habe ich doch schon.
War ein doppeltes vergebenes Item wahrscheinlich, oder? Könnte ich mir vorstellen. Alles andere macht ja keinen Sinn. Also aktuell fehlt uns ja nur noch der Schild und der Boomerang. Okay, über den Wolken. Es war auch wahrscheinlich ein doppeltes Item. Ob hier drüben ein Schlüssel oder so drin ist? Ne, schade. So, was sagt die Karte? Okay, jetzt komme ich hier lang. Hier braucht man einen Schlüssel. Da geht es dann runter. Da kommen wir dann zu denen. Ja, sehr gut. Die Frage ist halt wirklich, wie kommen wir zu dem noch? Das habe ich noch nicht rausgefunden. So, hier eine Schlüsseltür. Mit Bosskampf. Oder auch nicht. Oh. Ja, das war super. Genial, Link. Büsterich. Das ist ja quasi der erste Boss nochmal, ne? Bloß wahrscheinlich in ein bisschen schwerer. Schade. Hätte eigentlich auch schon was werden können, oder? So, er schwankt wieder. Hammer? Der lebt immer noch. Ist ja der Wahnsinn. So, jetzt. So, hüpfe nochmal. Nein. Aber er muss hüpfen. Sonst geht seine Elektrizität nicht weg. Oder vielleicht auch doch. Toll, ein Hit hat gefehlt. Ein Hit. Okay. Perfekto. Scheiße. Das ist unser Geld voll. Mann. Okay. Das hätten wir jetzt auch. Hier war dann wahrscheinlich die Fackel drinne gewesen. Ja, ne? Ergibt Sinn. So, warte mal. Von welchem Weg kamen wir denn eigentlich? Hier waren wir noch nicht. Hier geht's nach unten. Hier geht es sogar zweimal nach unten. Das heißt, hier komme ich jetzt zu der Schatzkiste. Ja. So. 10 Bomben. Okay, jetzt habe ich die zweite Etage. Da sind auf jeden Fall auch nochmal 3 Schatzkisten. Und danach sind wir eigentlich durch. Ich kann ja fliegen. Deswegen, ich mache mir da jetzt nicht so einen großen Kopf. So, ich hole nochmal schnell das Schwert raus. Ba, 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 ba. Okay, perfekt. Hier ist die nächste Schatzkiste. Ah, 10 Pfeile. Mann! Nix Gutes. So, hier müsste es aber auch nochmal Schatzkisten geben, oder? Ja, auf jeden Fall gibt es Gegner. Also die Wirbelattacke ist schon geil, finde ich. Okay, gibt es noch was für die Fackeln, wenn ich die alle anzünde? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. War einfach nur als Hilfestellung. Okay, ja. Und jetzt kommt noch ein Raum mit 3 Schatzkisten, dann haben wir es geschafft, Leute. Perfekt. Ich weiß halt nur nicht, ob wir irgendwas verpasst haben. Das ist halt die große Frage. Du, 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 du.
Die Musik ist echt cool. So, dann haben wir hier nochmal eine Schatzkiste. Ein Herzteil. Herzteil ist was Schönes. Perfekt. Geheilt werde ich auch noch. Saugut. So, vielleicht passiert auch noch was, wenn ich alle Gegner töte. Who knows? Ach, guck mal. So mache ich den Dash. Das ist doch bestimmt der Dash, oder? Und ich habe auch gerade irgendwie, genau, aus der Drehung eine Wirbelattacke gemacht. Ich habe halt keine Ahnung, ob das irgendwie eine Fähigkeit ist oder ob ich das vorher schon konnte. Ich glaube, das ist der Dash, ne? Oder warte mal, was ist denn das? Roll? Roll, wahrscheinlich. Irgendwas mit der Rolle. I don't know. So. Du. Merken wir uns. Aber erstmal noch die zwei Schatzkisten einsacken. Noch ein Herzteil. Und das war jetzt schon alles, ne? Ne, eine noch. Ah, schön, ey. Ich freue mich. Da haben wir wieder ein Gebiet abgeschlossen, Leute. Und dann müssen wir eigentlich nur noch über den Wolken. Da fehlt uns halt noch ein Schlüssel. Und da fehlt uns dann irgendwie das Schild. Weil das gibt auch nochmal so viele Items. 100 Rubine. I don't need this. Okay, warte. Ich gehe nochmal schnell hier in die Nische rein, bevor ich oben durch die Tür gehe. Ah, okay. Wäre nämlich wahrscheinlich ein Schlüssel gewesen, könnte ich mir vorstellen. Mich beschleicht halt das Gefühl, dass ich vielleicht irgendwo auch solche Sachen hier vergessen habe. Ne, dass ich irgendwo Gegner besiegen muss oder irgendwas öffnen muss und dass da dann irgendein Schlüssel runterfällt oder sowas. Das beschleicht mich irgendwie das Gefühl. Wenn das so ist, dann schreibt mir das gerne nochmal, weil dann habe ich in einigen Räumen halt echt Angst, dass ich das verkackt habe. Ja, okay, hier waren wir ja schon. Jo, dann haben wir es, ne? Ja. Dann müssten wir jetzt damit durch sein. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt nochmal einen Quick Warp. Ah, ich muss mich überhaupt nicht hinsetzen, weil ich hier schon Rückenschmerzen. Habe ich noch Kaffee? Ja, ein bisschen. Ah, so Kaffee muss sein. Und wir gehen in den Bossfight, Leute. Bin mir gar nicht mehr so sicher, was wir machen müssen. Ich glaube, wir müssen in den Arsch abbrennen. Sieht mir danach aus. Wenigstens kein Eis. Das ist schon mal viel wert. Okay, der ist ja. Aua. Aber ich kann auch nichts machen. Muss ich echt schnell genug sein oder? Gibt es noch irgendeinen Trick dabei? Der ist halt so fett. Bombe. Zurückschleudern. Die Stacheln vielleicht irgendwie nutzen. Nee, auch nicht. Wirbelstab. Oder muss ich halt wirklich schnell genug sein? Das ist halt. Bogen könnte auch sein.
Ne, passiert auch nichts. Ich muss bestimmt einfach nur schnell genug sein, oder? Oder musste sich vielleicht mit der Kugel selber treffen? Kann das sein? Nö, passiert auch nichts. Hä? Sich verarschen? Ist das so ein nerviger Boss, echt? Ich muss an den seinem Arsch dran, aber wie mache ich denn das? Brauche ich ein Schild, Leute? Brauche ich ein Schild? Muss ich das blockieren mit dem Schild? Ich glaube, ich brauche echt ein Schild, oder? Ah, so ganz knapp. Weil er lässt das ja auch nicht rausstrecken, ne? Könnt mir vorstellen, der muss auf mich schießen. Ich brauche ein Schild. Kann ich den ohne Schild überhaupt machen? Oh, okay. Alles klar. Boah, wie dumm von mir. Sorry. Na toll. Wie jetzt? Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Er fackelt. Und das ist wie vorher, oder wie? Ja. Okay, ich habe echt lange gebraucht. Das tut mir leid, Leute. Oh, was? Nö, nö. Dabei ist der echt easy. Mann! Warum habe ich so lange gebraucht? Kann ich ihm da eine Bombe reinwerfen? Wenn er das macht. Ich weiß halt immer nicht, was er macht. Ne, das geht nicht. Schade, das wäre eigentlich voll logisch gewesen, oder? I think zumindest. Aber jetzt müssen wir wieder anfackeln. Jo, hab ihn direkt erwischt. Cool. Aber ich finde, der ist schon ziemlich übel, oder? Muss man sagen. Also, ich sag mal, der ist jetzt, wenn man es weiß, nicht schwer. Aber so nicht getroffen zu werden oder so bei dem... Ist, glaube ich, schon eine Herausforderung. Weil der macht schon krasse Flächenangriffe und sehr unvorhergesehene Angriffe, sag ich mal. Boah, Alter. Na klar. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange brauchen für den. Echt. Schon fast ein bisschen peinlich hier. Oh Gott. Was macht der Darkness? Der hat auch echt viele Phasen. Der Typ. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen gebraucht, ehe ich den kapiert habe. Na klar. Ich auch einfach direkt eingesogen werde. Shit. Meine Fresse. Der ist so stressig. Kannst du mal wieder schießen, ja? So, jetzt macht er... Der schießt aber zwei. Oh.
jetzt haben wir ihn. Der war echt stressig, Leute. Meine Güte. Also, ich bin nicht zufrieden mit meiner Leistung. Bin ich ehrlich. ja, ich habe zu lange... Ach, scheiße. Ich habe zu lange gebraucht, um zu kapieren, dass der... Einfach mit den Steinen zurückschießen. Habe ich echt zu lange gebraucht. Schade. Magischen Kugel halten. Echt? Ist ja ein Ding. Und es ist auch nur normales Herz. Mann! Hat sich überhaupt nicht gelohnt, der Boss. Ach, ist das traurig. Und wir kriegen ja nicht mal ein Juwel jetzt dafür, ne? Wir haben jetzt zwar den Boss besiegt, aber das blaue Juwel fehlt uns halt immer noch. Das ist dann im Grab der Königsfamilie scheinbar. Okay, Dungeon ist abgeschlossen. Also wenn hier noch irgendwas ist, irgendein Schlüssel, der irgendwo runterfällt, vielleicht schreibt ihr mir das nochmal in die Kommentare, weil ich kann mir nicht vorstellen, ich könnte mir vorstellen, dass wir halt vielleicht noch welche, ja, verpasst haben. Inoffiziell ist der Dungeon aber erstmal abgeschlossen. Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Hat echt länger gedauert, der Dungeon, als ich dachte. Mit zwei Folgen hätte ich ja jetzt eigentlich nicht gerechnet. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir noch? Was können wir noch machen? Wir können, glaube ich, im ersten Dungeon auch nochmal reingehen. Ne? Da haben wir auch mittlerweile ein paar Schlüssel gefunden. Das würde ich dann in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und ja, eigentlich können wir wirklich im ersten Dungeon nochmal reingehen. Ist vielleicht eine gute Idee. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute.